Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Ja, heute zum zweiten Teil unserer Backup, wie ist denn eine Biologie, eine zweiteilige Trilogie? Das ist wahrscheinlich eine Dualogie. Wer weiß es genau. Auf jeden Fall sind wir wieder da und erzählen euch wieder etwas über Backups. Aber bevor wir anfangen, gleich nochmal hier ein Dankeschön an den Andi. Yeah! Mit seinem eigenen Bauchbinden. Bauchbinden, deswegen heißt die Bauchbinden, weil sie direkt von meinem Bauch ist. Genau, der Andi, der AH8982 auf Twitter. Wenn ihr ihn verfolgen wollt, extra aus Stuttgart hergekommen, um uns zu helfen. Vielen Dank nochmal. Ja, großartig. Und er drückt die Knöpfchen und er drückt sie richtig. Das ist die einzige Voraussetzung, um Operator zu sein. Also wer von euch jemand mal vorbeikommen möchte, um uns zu helfen. Am besten vorher ein Video aufnehmen, und ja, wo wir sehen können, dass er auch Knöpfe drücken kann. Ja. Also wir brauchen hier niemanden ohne Hände. Das ist zwar ein bisschen diskriminierend, wenn jemand von euch dabei ist, der keine Hände hat, aber mit einem Sushi-Stäbchen zwischen den Zähnen Knöpfe drücken kann. Hier, mit seid ihr herzlich eingeladen. Sehr schön. So, aber jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema. Ja, es geht mal wieder um Backups. Warum backupt man, warum sollte man überhaupt backuppen? Ja, wie gesagt, wie letztes Mal schon gesagt, wenn eine Festplatte kaputt geht, wenn man irgendwie anders Daten verliert, der Rechner wird geklaut, das Haus brennt ab, dann sind die Daten im Zweifel weg. Das kann natürlich, klar, wenn es so ein Haus abbrennt, hat man erstmal ein anderes Problem, als die Daten sind weg. Aber wenn man sich dann wieder mal gefangen hat und man stellt dann plötzlich fest, okay, ich hatte das Video von der Geburt meines Sohnes oder die ersten Schritte oder der erste Satz, dieses Video ist weg. Das tut einem vielleicht auf lange Sicht mehr weh als ein Haus, das im Zweifel die Versicherung bezahlt. Ja, das stimmt natürlich. Und gerade für diejenigen, deren Haus öfter mal abbrennt, für die haben wir heute eine spezielle Sendung gemacht. Nämlich heute geht es nicht um Backups auf lokalen Medien, sondern darum, Online-Backups zu erstellen. Also jetzt, um das, dem Ganzen auch mal den Witz wegzunehmen, stellt euch, vielleicht jemand bricht bei euch ein und der klaut vielleicht nicht nur den Rechner, sondern auch die USB-Platte, die daneben steht, weil er einfach alles nimmt, was irgendwie mehr aussieht, als würde es mehr als 2 Euro kosten. Und, wenn ihr zum Beispiel so eine Vertu-Festplatte habt. Zum Beispiel. Oder ihr habt eine sehr große Spannungsspitze und es stirbt nicht nur der Rechner, sondern es stirbt auch die Platte. Ja. Dann ist es weg und es gibt da so einen Satz, den 3-2-1-Backup- Satz, den irgendein amerikanischer Mann, dessen Namen ich schon längst wieder vergessen habe, gesagt hat, man soll immer 3 Backups machen auf 2 verschiedenen Medien und eine davon außerhalb des Hauses. Also 3 Backups, also 3 Kopien der Daten, also eine lokale, dann eine auf einer anderen Festplatte. Das heißt, ich habe schon mal 2 auf einer Festplatte, dann brauche ich noch eine dritte. Ich kann also entweder zum Beispiel DVDs machen, die brennen zur Oma bringen, oder ich mache halt zum Beispiel Online-Backup, weil wir haben ja eigentlich eh alle Breitbandanschlüsse. Und der ist aus dem Haus draußen für den Fall, dass halt was Schlimmes passiert. Ja, so ist es. Ja, da bietet sich natürlich an, verschiedene Backup-Möglichkeiten zu erwähnen. Zum einen gibt es einen wahnsinnig großen Anbieter, der das nichts anderes macht, als eigentlich im Internet sein Geld, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das ist Amazon. Amazon verkauft nämlich nicht nur Waren und CDs und alles Mögliche, sondern auch Speicherplatz auf ihren riesigen Serverfarmen. Genau, also man kann dort, wer zum Beispiel sich öfter mal ein Profilbild auf Twitter anschaut, diese ganzen Profilbilder, die hat nicht Twitter auf ihren eigenen Servern gespeichert, sondern die speichern die bei Amazon. Amazon hat einen sogenannten Service, der heißt Amazon S3 und S3 steht für, kriegst du es hin? Simple Storage Service. Sehr gut. Genau. Und findet ihr bei s3.amazon.aws Application Web Services oder sowas heißt es, glaube ich. Und oder Amazon Web Services. Wir sehen es eh noch. Genau. Ich habe das ja schon. Und auf jeden Fall, diesen Service kann jeder buchen. Dann meldet man sich an, man hat ja eh schon ein Amazon-Konto und Amazon gibt einem dann gegen Geld Speicherplatz auf ihren sehr gut angebundenen Serverfarmen. Und das kann man zum einen halt benutzen, um zum Beispiel statische Dateien von Webseiten dort zu hosten, wo man vermutet, dass sehr viele Leute darauf zugreifen. Ja. Oder aber man kann sich dort geschützte sogenannte Buckets, also Eimer, anlegen, wo man beispielsweise ein Backup reinmachen kann. Genau. Und für diese unterschiedlichen Buckets gibt es natürlich auch wieder Lösungen für die verschiedenen Betriebssysteme, wie man da so einfach wie möglich seine Backups reinspeichert. Genau, und ich würde sagen, fangen wir mal wieder direkt mit dem Mac an. Da hast du dir ein schönes
Ein schönes Programm mit einem schönen Icon ausgesucht. Ich habe mir ein schönes Programm mit einem schönen Icon ausgesucht. Das ist korrekt. Das App heißt Ark, so wie die Arche. Sozusagen bringen wir nicht unsere Schäflein ins Trockene, sondern unsere Daten. Juhu! Und für den Satz habe ich, glaube ich, gestern 10 Stunden lang überlegt. Wundervoll, hat geklappt. Ja, so sieht es aus, wenn man das App startet. Das vorweg muss man natürlich gleich mal sagen, das App ist leider nicht kostenlos. Man kann es 30 Tage lang testen. Kostet aber dann auch nicht unendlich viel Geld. Es kostet $19,99. Also für jeden, der mit Amazon S3 seine Daten speichert, ist es diese Einmalausgabe auf jeden Fall wert. Ja. Was man hier gleich sieht, man muss hier 2 Access Keys eingeben. Zum einen braucht man seine eigene ID und dann gibt es den sogenannten Secret Access Key. Die weiß ich jetzt zufälligerweise nicht auswendig, weil die wahnsinnig lang sind und extrem kompliziert, was natürlich den großen Vorteil hat, dass sie auch noch hoch verschlüsselt werden und somit niemand anderes auf diese Daten zugreifen kann. Habe ich jetzt noch keinen S3-Account, also Amazon S3-Account, dann kann ich mir hier einen neuen anlegen. Ich habe schon mal einen, beziehungsweise der Basti hat einen und lässt mich das hier benutzen. Ich logge mich jetzt hier bei der... Ich muss auf Support drücken. Hier bin ich auf Support. Ist natürlich falsch, auf Account. Naja gut, ich werde es gleich haben. Also die einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich einfach auf den Knopf in Arc zu drücken. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Punkt. Du wärst schon längst da. Ich wäre schon längst da, okay. Wo soll ich drauf drücken? Hier. Genau, Retrieve AWS Keys. So, AWS, jetzt melde ich mich mal an. Und jetzt machen wir mal wieder den kurzen, magischen. Ja, sehr gut, danke. Ja. Schö. Info@schö.de. Ja, danke. Da brauchst du nicht ausbrechen. Du möchtest dein Passwort vielleicht auch noch verraten. Klar. Superman 3008. So. Eingabe. Gut, ich habe den Knopf auf A gedrückt. Das geht genauso gut. Und jetzt sind wir direkt auf der Seite, wo wir es brauchen. So, finden wir jetzt hier unten den Zugriffsschlüssel, wie ihr sehen könnt, ist der doch etwas länger. Man kann jetzt hier auch ganz neue Zugriffsschlüssel anstellen. An alle Trickbetrüger unter euch, das werden wir nachher natürlich machen. Man kann den Zugriffsschlüssel, wenn sie kompromittiert worden sind, einfach deaktivieren und sich einen neuen anlegen. Hier ist der Knopf. Und das werden wir nachher machen, weil ihr könnt ja jetzt sehen, was wir hier ist der geheime müssen. Schlüssel, der ist jetzt nicht mehr so geheim, nachdem ihn 15.000 Leute gesehen haben. Den fügen wir hier auch ein und drücken jetzt auf... Hier gibt es da noch eine Sache zu beachten, die wusste ich auch noch nicht. Es gibt hier verschiedene Regionen anzulegen, beziehungsweise auszuwählen, wo diese Daten angelegt werden. Und im Nachhinein wurde mir mitgeteilt, dass es wohl so ist, dass wenn man Europa, also EU-Irland auswählt, dass es dort teurer ist, wenn man die Daten speichert. Also, was machen wir dort nicht, die Daten speichern? Es hat natürlich einen weiteren... Zusatz, den man nicht vergessen darf, ein Server in der EU steht natürlich unter anderem Recht als ein Server in den USA. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ihr sicher gehen wollt oder sicher gehen müsst, dass eure Daten innerhalb der EU sind, weil das eure Firma vorschreibt oder irgendwas in der Art, dann müsst ihr natürlich diesen Server auswählen. Wenn es euch aber völlig egal ist, die Dinger sind sowieso verschlüsselt. In der Regel, selbst wenn da jetzt eine CIA darauf zugreifen will, muss sie die erstmal entschlüsseln können, diese Daten. Und von daher ist es für meine privaten Daten, wäre mir das egal. Ich habe bisher immer US ausgewählt. Das ist am billigsten. Nehme ich jetzt hier US-Standard, drücke auf Continue. So, jetzt muss ich auswählen, wie viel Storage ich haben möchte. Wir sehen, es gibt jetzt hier eine Berechnungsmethode. Ich brauche jetzt hier nicht so viel. Ich lege jetzt hier einfach mal für 10 GB an. Drück auf Continue. Das ist wirklich ganz schön, weil wir sehen, wir können so festlegen, wie viel wollen wir jeden Monat dafür ausgeben. Genau. Und jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit, sondern ich muss jetzt hier noch ein Passwort eingeben. Denken wir uns irgendwas Schönes aus. Ja, da haben wir natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen Spaß zu machen. Dann nehmen wir eins, das auch wirklich sicher ist. Also umso länger dieses Passwort ist, umso sicherer sind eure Daten nachher auf S3 verschlüsselt. Das ist auch unter anderem einer der Vorteile von S3. Ihr könnt selbst die Verschlüsselungsart wählen, ihr könnt, also zumindest abhängig vom Programm, ihr könnt aber selbst den Schlüssel wählen, das können nicht alle Programme. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz angenehm. Also das ganz ist angenehm. Auch jetzt, wenn ich hier auf Continue drücke, da kriege ich hier die Warnung, dass ich diesen Schlüssel doch bitte nicht vergessen möge, da ich sonst meine Daten für niemals wieder auf sie zugreifen kann. Genau. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Daten fürs Backup anzulegen. Ich kann jetzt hier ganz normal, wie gesagt, hier Homefolder und hier sind ein paar Ausnahmen gleich eingetragen. Oder ich kann es manuell auswählen. Ich drücke jetzt hier wieder auf Continue. Kann jetzt
Da natürlich auch dieser Dienst im Hintergrund weiterlaufen soll, kann ich jetzt hier diesen Arc Agent als bei jedem Start automatisch starten lassen. Was ich jetzt natürlich hier ausmache, ihr würdet das im Zweifelsfall anlassen. Da seht ihr hier auch jetzt die kleine Arche, wie sie darauf wartet, ja, dass sie abgeholt wird. So, jetzt seh ich hier, wird gerade angelegt. Other Computers. Es gibt natürlich jetzt noch nichts von meinem Computer, weil ich habe auch noch keine Daten hinzugefügt. Ich klicke jetzt hier auf Add Folder. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Daten zu nehmen, auf die ich möglichst schnell wieder zugreifen kann. Ich nehme am besten hier aus Demo, finde wahrscheinlich in wo sind Fotos? Bilder? Ah ja, ist natürlich ziemlich deutsch. Bilder, passt, nehme ich Open. Und jetzt kann ich hier noch Ausschluss, also bestimmte Dateien ausschließen. Es gibt hier so, wie man das auch bei iTunes kennt, kann man hier einfach bestimmte Gründe anlegen, zum Beispiel Name ist oder relativer Pfad. Also es ist relativ einfach und ich kann natürlich hier auch mehr oder weniger hinzufügen. Also ihr könnt zum Beispiel, angenommen, ihr sichert jetzt eure Fotos, wollt aber die Aperture Library nicht mitspeichern, genau, dann könnt ihr halt da zum Beispiel Name enthält, AP Library wird ausgeschlossen, genau, dann würde die Aperture Library nicht mitgespeichert. So ist es. Und was ihr, das war es auch schon. Also mein Backup ist jetzt eingerichtet. Ich kann jetzt hier noch sehen, dass, wie viel ich momentan an Daten brauche. Das will jetzt kurz berechnen. Natürlich wird es von meinen Daten ist noch kein, also ist noch, wird noch gar nichts verbraucht. Und die Daten, die ich allerdings hier anlege, die brauchen natürlich ein bisschen, bis sie starten. Ich kann natürlich jetzt hier auf Backup Now drücken, damit das Ganze gleich mal loslegt. Sieht jetzt hier oben auch lustig, wie die Lämpchen da angehen, yeah, im Spiel. Und dann kann ich hier mal noch mit dem, wenn ich auf die, das war natürlich für viele war das jetzt zu schnell, wenn ich hier auf Arc Preferences oder auf den Kommando Komma Knopf drücke gleichzeitig, habe ich hier, kann ich auch direkt noch Daten oder Informationen ändern. Ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt doch lieber 50 Gigabyte haben oder ich möchte doch lieber $10 am Tag im Monat zahlen. Ich kann hier noch ein paar Sachen ändern, zum Beispiel, wie schnell die Daten hochgeladen werden. Wenn ich, ich weiß, ich habe nur ein Gigabyte, ich habe nur sehr gut. Wenn ich weiß, ich habe nur eine 1000er DSL-Leitung, dann möchte ich im Zweifelsfall natürlich nicht, dass sie die ganze Zeit blockiert wird, währenddessen ich hochlade. Ich kann auch hier sagen, ich möchte das stündlich haben oder wie wir das auch in der letzten Sendung gesehen haben, zum Beispiel bei Windows, möchte ich, dass das einmal in der Woche oder einmal am Tag gemacht wird. Also da bin ich völlig frei. Ich kann jetzt hier noch ein paar Sachen ändern, die im Zweifelsfall aber nur mit der eigenen Applikation zu tun haben, die wir eigentlich nicht bräuchten. Und natürlich können wir hier eine Lizenz eingeben, wenn wir es gekauft haben. Die schauen wir uns das nicht an, weil da ist schon ein drin. Das genau, machen wir natürlich nicht. Dieses zum Budget noch eine kurze Sache. S3 berechnet euch einen bestimmten Preis für jedes Gigabyte, das ihr belegt. Das sind, glaube ich, fast ist knapper Dollar pro Gigabyte oder so. Ja. Ja, ein Dollar. Nee, pro, doch ein bisschen. 10 Cent pro Gigabyte, weil 10 Cent pro Gigabyte. Richtig. Ja. Und so würden wir eigentlich bei 10 Gigabyte auf einen bei 10 Gigabyte auf einen Dollar kommen. Genau. Aber haben, wie wir gesehen haben, ich kann das noch mal kurz zeigen. Zahlen wir hier aber nicht einen, doch, zahlen wir doch. Klar, aber, es kommt noch was dazu. Das, also was euch Arc hier anzeigt, ist nur das, was ihr bezahlt für den Speicherplatz. Ihr bezahlt bei RS3 allerdings auch noch für die Übertragung. Das heißt, wenn ihr jetzt 10 Gigabyte übertragt, zahlt ihr da pro Gigabyte irgendwie nochmal einen Cent oder zwei oder keine Ahnung, irgend sowas könnt ihr bei Amazon nachgucken. Das heißt, es ist immer ein bisschen mehr. Und je nachdem, wie viel Daten ihr hin und her schiebt, umso teurer wird das Ganze aber auch. Warum wollt ihr jetzt vielleicht S3 benutzen? Also es gibt mehrere Gründe. Zum einen, weil ihr die Sicherheit selbst bestimmen könnt. Zum anderen, weil ihr vielleicht sicher gehen müsst, dass der Server, auf den gebackupt wird, innerhalb der EU steht. Weil ihr mehr Kontrolle darüber haben wollt. Und einer der Killer-Argumente ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Online-Backup-Dienstleister, wie einer, den wir euch gleich vorstellen, pleite geht, ist sehr viel höher, als das Amazon pleite geht. Also, ja. Wenn ich mir Amazon angucke, die haben im letzten Quartal 36% Gewinnplus gemacht. Bis die mal pleite gehen, das dauert sicher. Wir sagen immer, wenn Amazon irgendwann mal down ist, dann brauchen wir uns um die Daten im Internet keine Sorgen mehr machen, weil dann hat es mit dem Internet eh nicht mehr viel am Hut. Ja, genau. Also Google und Amazon, die zwei Achillesfersen. Lass das gleich mal offen. Das brauchst du noch, gell? Ja. So viel zur Arche. Steigst du jetzt gleich um auf Windows? Soll ich das für dich starten? Starte doch mal bitte Windows für mich. Ja, ich starte es mal.
Ich mach's ja auch groß. So bin ich zu dir. Das ist aber sehr nett von dir. Hier. So. Ja, das Ganze möchtet ihr vielleicht jetzt auch unter Windows machen. Und wie ihr gesehen habt, Arc ist ein Mac-Programm, das gibt's nur auf dem Mac. Und zum Glück gibt es aber auch unter Windows ein S3-Backup-Programm. Das kann sogar noch ein bisschen mehr als S3, seht ihr aber gleich. Und zwar heißt es CloudBerry. Und wir dürfen... Ah, ne, Moment. Entschuldigung. Ich möchte meinen Einwurf zurückziehen. Ja, akzeptiert. Findet ihr bei cloudberrylab.com. Und das starten wir jetzt mal. Ist übrigens toll, dass ich so mein eigenes Touchpad habe. Und ja, es sagt euch jetzt, heißt euch jetzt schon willkommen. Und ja, wir wollen jetzt gleich mal loslegen, ein Backup zu stellen. Sagen also Setup Backup Plan. Das ist nur in Englisch. Nein, das ist auch in Spanisch und Kyrillisch und so, aber nur nicht in Deutsch. So, dann gehen wir mal weiter. Im Zweifel bevorzuge ich natürlich auch Kyrillisch. Natürlich. Ich aber nicht. So, und ihr habt jetzt hier schon zwei Wahlmöglichkeiten. Ihr seht schon, bei Mac war das alles so ein bisschen, ich kümmere mich um alles. Bei Windows ist es nicht ganz so einfach. Dafür habt ihr jetzt mehr Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Ich kann jetzt entweder Advanced Mode oder Simple Mode machen. Advanced Mode heißt, hat den Vorteil, dass die Dateien verschlüsselt werden. Mhm. Das mag jetzt für den einen wichtig sein, für den anderen nicht. Ich kann eine Versionierung von Dateien machen. Das heißt, ich kann halt sagen, ich hätte jetzt gerne die Word-Datei von vorgestern und nicht die von gestern haben. Ja. Dadurch, dass es aber verschlüsselt wird, und zwar mit einer proprietären Verschlüsselung von CloudBerry, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mit anderen S3-Datenzugriffsprogrammen auf diese Daten zuzugreifen. Okay. Wenn ich einen Simple Mode mache, kann ich das machen, habe aber halt keine Verschlüsselung und ich habe keine Versionierung. Mir persönlich ist es wichtiger, dass es verschlüsselt ist und dass die Daten sicher sind. Deswegen würde ich Advanced-Modus machen. Das müsst ihr aber selbst wissen. Ach ja, übrigens, CloudBerry ist auch nicht kostenfrei. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was es kostet. Aber nee, ich glaube nicht viel mehr als Arc. Also das ist auch, ich glaube, $29, wenn mich nicht alles täuscht. Hier kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt hier nicht nur S3-Unterstützung, es gibt auch Azure. Das ist von Microsoft eine Cloud Storage Solution. Ah, das hätte ich ja auch erraten können. Ja, kann man sich auch kaufen. Genauso. Ich bin auch übrigens eine Information Storage Solution von Microsoft, deswegen habe ich das Zeichen auch auf meinem Oberteil. Dann gibt es auch Miso, Dunkel ist besonders gut und Walrus. Das sind alles großartig. Sparen wir das. Es sind alles Cloud Storage Solutions und ja, wir nehmen halt jetzt S3, weil wir heute eh schon S3 machen. Ich sage also create a new account. Das heißt nicht, dass ich mir einen neuen S3-Account anlegen muss, sondern ich muss nur hier in CloudBerry den Account anlegen. Also ich nenne jetzt einfach mal S3. Access Key muss ich mir jetzt holen. Den hole ich mir hier. Deswegen habe ich den Dino vorhin gebeten, das offen zu lassen. Das machen wir nochmal richtig. Nicht so wie so ein Fingerclown. So, dann gehen wir mal zurück zu Windows und geben da den Access Key ein. Habt ihr gesehen, wie toll das Parallels hier Copy and Paste macht? Ist das nicht großartig? Dann nehmen wir eben einen super geheimen Schlüssel und zurück nach hier. Und jetzt kann ich mir hier ein Bucket auswählen. Das hat zum Beispiel Arc für uns vorhin selbst gemacht. Da mussten wir uns gar nicht drum kümmern. Ich kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte einen bestimmten Bucket benutzen. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich stelle mir einen neuen Bucket. Einfach so lassen, wie der es macht. Es ist ganz wichtig, dass es keine zwei Buckets gibt, die identische Namen haben. Deswegen lasst ihn einfach machen. Im Zweifel müsst ihr euch darum gar nicht kümmern. Genau wieder hier, Location auswählen, wie Tino vorhin schon gesagt hat. Ich mache wieder OS, das ist okay. Könnte aber natürlich auch, wenn ich das möchte, direkt hier einen neuen S3-Account anlegen, wenn ich noch keinen habe. So, dann klicke ich mal auf OK und dann haben wir jetzt den Account schon mal angelegt. Das ist der erste Schritt. Dauert jetzt einen Moment, bis er das alles verarbeitet hat. Und jetzt gehen wir mal weiter. Und jetzt können wir aussuchen, was er speichern soll. Ich gehe jetzt mal auf C, gehe auf Users und gehe auf den Administrator und speichere den kompletten einfach. Drücke ich auf Weiter. Jetzt kann ich sagen, er soll mir alles daraus speichern. Ich kann sagen, speichere mir nur Sachen, die diesen Dateityp enthalten. Zum Beispiel, ich wähle meinen Fotosordner aus und ich möchte nur, dass die JPEGs oder die RAWs gespeichert werden und die ganzen Konfigurationsdateien und so fliegen raus. Ja. Kann ich entweder das auswählen, ich kann es genau andersrum machen. Backup mir bitte diese Dateien nicht. Und was ganz toll ist, ich kann auch hier Unterordner ausschließen. Mhm. Das heißt, ich kann also wirklich sagen, ich möchte jetzt meinen Benutzerordner machen, aber zum Beispiel, was ich nicht möchte, ist, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was wirklich Sinn macht. Genau, Movies. Ich breche es einfach mit an. Also wie gesagt, ihr könnt da jetzt irgendeinen Ordner
irgendeinen Ordner einfügen und ich kann jetzt sagen, ich möchte nur, wenn sie innerhalb in einem bestimmten Zeitrahmen verändert wurden. Ja. Ich kann außerdem sagen, dass er keine versteckten und Systemdateien backuppen soll. Das muss man jetzt wissen, ob man das möchte oder nicht. Ich brauche das mal nicht. Mir geht es tatsächlich nur um meine Daten. Ich mache weiter. Kann sich jetzt komprimieren lassen. Das ist natürlich spart natürlich Speicher. Oder halt auch nicht. Das dauert natürlich länger, wenn er die Daten komprimiert. Das ist auch anstrengender für eure CPU, wenn ihr Komprimierung anmacht. Immer wenn er speichern will, muss er erst die Daten zusammen komprimieren. Ja. Müsst ihr halt wissen, wie ihr das haben wollt. Da könnt ihr halt dann auch, wenn ihr sagt, er macht eh nachts die Sicherungen, dann kann euch das egal sein, dann soll er komprimieren. So, das könnt ihr jetzt halt nur im Advanced-Modus. Ihr könnt jetzt es verschlüsseln. Es gibt mehrere Verschlüsselungsarten. Also es gibt bis zu AES 256-Bit-Verschlüsselung. Also das ist so gut, momentan noch so gut wie unknackbar. Umso mehr verschlüsselt, umso anstrengend. Also es ist natürlich wieder das Fair- und Entschlüsseln. Ergeben jetzt ja irgendein total sicheres Passwort ein, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hast du gesagt? Desto anstrengender. Anstrengender heißt natürlich, desto länger dauert es. Ja, so umso anstrengender für die CPU, meinte ich halt. Ja, genau. Aber ja, du hast recht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist noch was ich... Passwort war voll geheim und du gibst jetzt da so ein kleines ein. Ja, das lösche ich noch alles. mir egal. So, und jetzt kann ich hier noch ein Häkchen setzen. Also ihr seht schon, wir haben hier viel mehr Möglichkeiten. Ich kann Use Reduced Redundancy Storage machen. Das bedeutet, die Daten werden nicht auf so vielen Servern bei S3 vorgehalten. Das ist ein Discount. Genau, aber ihr spart euch ein Drittel des Preises. Das müsst ihr jetzt wissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist hier, dass die Daten verloren gehen, ist hier höher. Allerdings behaupte ich jetzt mal, ist sie trotzdem fast gleich null, weil es heißt nicht, dass es nur noch auf einer Platte liegen, sondern sie liegen dort immer noch auf mehreren Platten. Sie sind aber nicht mehr so weit verbreitet in diesem S3-Netz. Müsst ihr wissen, wie ihr das wollt. Also ihr könnt euch ein Drittel des Geldes sparen. Die Frage ist halt immer, was für eine Art von Dateien werden da gespeichert? Und sind es im Zweifelsfall Dateien, die ich über längere Zeit auch noch bereitstellen muss wieder? Also ich sage jetzt mal so Krankenkassen beispielsweise wäre es jetzt nicht zu empfehlen. Also wenn ich da jetzt meine Financial Records, meine Steuererklärung, danke, da rein speichern, also meine ganzen elektronischen Daten, die würde ich auf jeden Fall so redundant wie möglich speichern, ja, dass da nichts auf keinen Fall verloren gehen kann. Und da zahle ich dann auch gerne ein Drittel mehr. Müsst ihr wissen. So, dann können wir jetzt hier sagen, wann sollen alte Versionen weggeworfen werden? Im Zweifel benutzt die Standardeinstellung, dass es in Ordnung so, wenn ihr sagt, ich möchte aber was ganz Spezielles machen, richtet das hier einfach ein. Wieder mal jeder, das sollte man verstehen, wie das funktioniert. Und jetzt können wir hier ein Schedule auf Deutsch. Einen Zeitplan. Danke sehr. Dr. Leo einrichten. Wir können jetzt sagen, wir wollen das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt haben, aber eigentlich macht Sinn, wir wollen das immer wieder haben, recurring, also immer wiederkehrend. Und da können wir jetzt sagen, wir wollen täglich, wöchentlich, monatlich oder einen bestimmten Tag machen. So können wir jetzt zum Beispiel um 0 Uhr jeden Tag soll er dieses Backup machen. Er macht auch inkrementelle Backups, also immer nur die Änderungen. Und ich kann hier, das finde ich ganz toll, zusätzlich noch sagen, hör auf, wenn du schon länger als X läufst. Und wenn ich weiß, ich fange jeden Morgen um 8 Uhr an zu arbeiten und ich fange um 0 Uhr an, soll er spätestens um 8 wieder aufhören. Das heißt, ich kann ihm sagen, hör auf, wenn das Backup schon länger als 8 Stunden läuft. Ja. Und das heißt, ich habe dann in der Früh im Zweifel halt nicht die verringerte Bandbreite und so weiter und so fort. Du kannst jetzt außerdem noch E-Mails verschicken lassen, wenn irgendwas in die Hose geht oder wenn es gut läuft. Das ist immer gut. Das ist ganz praktisch, besonders wenn es in die Hose geht. Wenn es gut ist, ist es mir egal. Nur wenn es nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, möchte ich eine E-Mail, kann ich jetzt hier eintragen. Ich lasse das jetzt mal komplett raus. Und dann kriege ich halt eine E-Mail und jetzt nenne ich den halt irgendwie. Da kann ich jetzt den Ordner eintragen, den ich sichere. Und das war's auch schon. So, jetzt sage ich Run Backup Now, wenn ich das sofort ausführen möchte. Ansonsten drücke ich auf Finish und es bleibt trotzdem Englisch und wird nicht Finish. Ah, das dauert jetzt wieder einen Moment. Sekunde, drehen ein bisschen Däumchen. Na, komm. Na? Du darfst jetzt nicht so, mach nicht so einen Stress. Das ist eine Virtual Machine. Man darf da nicht so schnell. Du musst ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, ich weiß nicht, ob da nicht gerade irgendwie
ganz groß, also Startknopf, der reagiert noch. Das ist natürlich jetzt, ist mir bisher noch nie passiert, muss ich gestehen. Das ist mir jetzt fast für den Entwickler ein bisschen peinlich. Du hast es kaputt gemacht. Ich habe es wahrscheinlich kaputt gemacht. Es tut mir ja schon wieder leid. Oh Gott. Ich schieße es mal kurz ab. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Also das jetzt, du hast das Windows kaputt gemacht. Geh weg. Mann. So, also das Windows ist jetzt kaputt. Du redest einfach weiter. So. Ich repariere das wieder. Also. Es ist hier. Ich kümmere mich einfach nicht drum, was er da tut. Es ist, wie ihr schon gesehen habt, hier ein bisschen schwieriger einzurichten, als es auf dem Mac ist. Dafür habt ihr ein ganzes Stück mehr Optionen im Angebot. Und ja, im Zweifel ist es euch das auch wert. Also ich würde es einfach über den Task Manager abschießen. Ich schieße einfach ganz ab. Ich schieße auf Parallel. Nein, das Windows läuft doch noch. Du siehst doch, dass hier dieses Ding noch sich... Das bedeutet doch nichts. Das erhält. Genau. Machen wir hier diesen... Halt. Geh weg und kümmere dich um die Show. Das war ein Befehl. Okay, also Tino versucht das mal wieder zu reparieren. Ihr habt halt hier viel, viel mehr Möglichkeiten, als ihr das unter Windows, im Mac habt. Und es ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass mir dieses CloudBerry nicht gehorcht. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Probiert es einfach mal aus. Auch hier gibt es eine kostenlose Trial-Version. Was es von CloudBerry Lab außerdem noch gibt, das ist ganz cool, ist ein S3 Explorer. Brauchst du Windows noch? Versuch nochmal zu starten und guck mal, ob der Backup-Plan noch da ist. Der ist umsonst, der Explorer, dieser S3 Explorer. Da könnt ihr dann einfach auf Daten im S3 zugreifen. Die können darauf zugreifen und ihr könnt auch Daten hochschieben manuell. So, und jetzt können wir uns das nochmal kurz angucken. So sieht das nämlich aus. Da kann ich jetzt zum Beispiel jetzt das Backup ausführen und genauso funktioniert das nachher auch. Ich kann nachher hingehen und sagen, ich möchte was wiederherstellen. Da gibt es oben diesen Restore Wizard. Das funktioniert im Endeffekt genauso. Ich drücke drauf. Ich sage jetzt, ich möchte die letzte Version von der Datei haben, einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Was auch immer. Ich mache jetzt hier letzte Version. Und gut, ich habe noch nichts gebackupt, deswegen finde da natürlich noch nichts. Und da kann ich jetzt nachher einfach auswählen, was ich davon sichern möchte. Und er spielt mir das dann nachher einfach dahin zurück. Ich kann aber auch einen anderen Ordner auswählen, wo er es hinspielen soll. Also ich bin wirklich begeistert. Das funktioniert super und es ist sehr, sehr einfach. Man braucht halt nur einen S3-Account dazu. So, wer jetzt keinen S3-Account hat oder wer sagt, mir ist das alles nicht so wichtig, was ich bei S3 für Vorteile habe, ich möchte lieber, dass es einfach funktioniert, ich möchte, dass es günstiger ist, gibt es denn da nichts anderes? Ja, da gibt es was anderes. Es gibt da spezielle Dienstleister, die nichts anderes machen, außer Online-Backup. Es gibt, wie gesagt, mehrere. Also es gibt zum Beispiel Mosey, es gibt Carbonite, es gibt Backblaze, noch irgendeinen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und es gibt CrashPlan und wir haben die alle mal getestet. Und am Schluss sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was wir am ehesten empfehlen können, die Software der Anbieter CrashPlan ist. CrashPlan findet ihr auf crashplan.com. Und das ist eine Lösung, mit der ihr Daten sichern könnt, aber die gehen noch ein bisschen weit noch darüber hinaus, die Daten nur online bei Ihnen zu sichern, sondern die Software, die kann noch ein bisschen mehr. Ja. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Das ist schön. Also wir sehen hier schon die tolle Webseite. Ja, das ist die Webseite. Man kann sich jetzt hier die Software runterladen, selbstverständlich. Das Schöne ist, CrashPlan funktioniert nicht nur auf Windows und auf dem Mac, sondern auch für den guten Linux-User, sogar auf Solaris. Das wollte ich jetzt unbedingt sagen. Also, um das an der Stelle nochmal zusammenzufassen, wer sich letzte Sendung gewundert hat, warum machen die denn keine lokale Backup-Lösung für Linux? Wir haben mal geguckt und die meisten dieser Lösungen, die es da gibt, die sind nicht wirklich schön oder nicht gut zu bedienen. Und CrashPlan macht, wie gesagt, außer Online-Backup auch noch lokales Backup auf Festplatten. Und deswegen zeigen wir euch jetzt
Crashplan und das funktioniert genauso, wie wir es euch jetzt zeigen, auf Windows, funktioniert auf Linux und funktioniert auf Solaris. Also ihr meldet euch an, es gibt da verschiedene Pläne, es gibt den normalen Crashplan, kostenloses Plan, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt bei Freunden sichern, ihr könnt auf einem anderen Rechner sichern und ihr könnt auf einer, beispielsweise auf einer externen Festplatte sichern, aber nicht bei Crashplan auf dem Server. Und dieses bei Freunde sichern ist eine relativ coole Sache. Also wir stellen uns mal vor, ich habe Crashplan, der Tino hat Crashplan und jetzt möchte der Tino zum Beispiel bei mir seine Daten ablegen, weil damit hat er ja auch schon umsonst ein sogenanntes Offsite, also nicht im Haus Backup. Ja. Und dazu gibt es hier diesen Backup-Code, den man zum Glück nachher ändern kann, damit ihr nicht alle anfangt bei mir eure Backups zu machen. Den kann ich jetzt dem Tino geben und sage, pass mal auf, du möchtest bei mir Backups machen, nimm doch bitte diesen Code, den gibt er dann bei sich ein und dann kann er bei mir auf dem Rechner Backups machen. Das können wir auch umgekehrt machen, das kann man auch zu mehreren machen, dann wird das so ein bisschen verteilt und man hat halt immer die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Ja. Die werden verschlüsselt, man gibt da ein Passwort am Anfang an. Das heißt, nur weil der Tino jetzt Backups bei mir macht, heißt das noch lange nicht, dass ich mir jetzt seine Fotos angucken kann, weil die, wie gesagt, verschlüsselt sind. Und macht, finde ich, recht viel Sinn, weil man vertraut sich dann zwar schon, aber man möchte im Zweifel halt doch nicht, dass... Aber dass nicht allen. Richtig, dass man da alles sehen kann. Das könnt ihr schon mit dem kostenlosen Crashplan machen. Ihr könnt außerdem auch sagen, ich möchte auf einen anderen Computer backuppen, das funktioniert genauso. Oder ich möchte zum Beispiel auf einen anderen Ordner backuppen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel wirklich sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, hier habe ich eine Backup-Festplatte, mache ich okay. Und jetzt würde gleichzeitig mein Backup, das ich ausgewählt habe, also ich wähle halt einmal aus, welche Datensätze ich sichern möchte, wenn die jetzt zusätzlich, zum Beispiel zum Online-Backup, das ich bezahle, oder zum Backup auf Tinos Rechner auch noch auf der externen Festplatte gesichert. Und das heißt, ich muss, wenn was ist und nicht mein Haus abgebrannt ist und ich nur Daten verloren habe, muss ich sie nicht aus dem Web zurückziehen, sondern kann sie mir direkt von der externen Festplatte holen. Und wie gesagt, das funktioniert auch unter Linux, das funktioniert unter Windows. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm zu benutzen, ja, weil ich mir halt dann auch wiederum keine Gedanken machen muss. Das Ding läuft im Hintergrund und sichert meine Daten. Dann gibt es aber den Bezahldienst. Da zahle ich jedes Jahr Geld dafür, dass ich bei Crashplan auf den Server sichern darf. Und es gibt da verschiedene Pläne. Es gibt den Crashplan-Plan mit 10 GB Speicherplatz. Das mag für den einen oder anderen reichen. Das sind dann $25 im Jahr, also ungefähr $2 im Monat, also irgendwie 1,50 im Monat. Das ist nicht die Welt, man muss es halt nur auf einmal bezahlen. Wenn 10 GB reichen, nimmt der. Als Alternativ gibt es den Unlimited-Plan, da könnt ihr so viel speichern, wie ihr wollt und könnt. Das kostet euch $49 im Jahr, also ein bisschen mehr. Und das Ganze gibt es auch als Family-Plan, der kostet irgendwie $120 im Jahr. Den großen Vorteil beim Family-Plan ist, dass man mehrere Computer eigentlich an einem Account abspeichert. Das heißt, es ist nicht nur mein Rechner, sondern es ist auch der von meiner Mutter, von meinem Vater. Alle laden sich ihre Daten da hoch. Ist limitiert auf wie viele? 10 Rechner. Auf 10 Rechner ist ja Wahnsinn. Wer hat denn 10 Rechner zu Hause? Genau. Ja, und das Schöne an dem Family-Plan und dem anderen ist, ihr habt wirklich so viel Speicherplatz. Also er geht euch niemals aus und ihr zahlt deswegen auch nicht mehr. Das heißt, ihr zahlt im Monat für den einzelnen Plan beispielsweise $49 und ihr bekommt danach trotzdem, ihr könnt danach trotzdem eure komplette Festplatte drauf sichern und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Und es kostet euch nicht mehr. Also ganz wichtig hier an der Stelle, wir werden nicht von Crashplan gesponsert oder so. Wir bezahlen für unseren Account. Das klingt zwar jetzt ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung. Der Punkt ist, wir haben die anderen Sachen getestet und zum Beispiel, ich habe lange Mosi benutzt, ich habe lange für Mosi bezahlt und leider war der Client nicht so besonders gut, der hat sehr oft 100% CPU gefressen und er hat halt diese Zusatzfeatures nicht, wie Backup bei einem anderen Freund, Backup auf einer Platte und es ist halt so eine Riesenkeule, mit der man halt alle möglichen Backup-Notwendigkeiten erschlagen kann. Das Schöne auch bei Crashplan ist, dass wenn man ihn einmal eingerichtet hat, ist es auch so, man muss sich dann anschließend um nichts mehr kümmern. Man kann sich hier auch, wie wir das vorhin gesehen haben, wenn man einen Account hat, kann man bei Crashplan eingeben, dass man eine E-Mail bekommen möchte, zum Beispiel wenn ein bestimmter Rechner seit 10 Tagen oder seit einem Tag, seit 24 Stunden einfach nicht mehr gebackupt hat. Dann kann man nachschauen, woran liegt es. Ansonsten kriegt man von der Applikation nichts mit, wirklich gar nichts. Die läuft im Hintergrund
wieso, ja, ich wusste gar nicht, seitdem ich es installiert habe, ich glaube, ich habe es auch seit 2 Monaten, 1,5 Monaten laufen. Also würde mich jetzt jemand fragen, ob ich ein Backup im Internet mache, müsste ich im Zweifelsfall lügen. Also, außerdem können Sie twittern, das heißt, ich kriege zum Beispiel eine Direct Message. Oh ja, das ist auch cool. Eine Direct Message immer, wenn. Voll hip. So alle 2 Tage zum Beispiel lasse ich mir, Entschuldigung, meinen aktuellen Status zu Direct Messagen. Und dann weiß ich eben Bescheid, ist alles in Ordnung, läuft alles. Und das ist wirklich schön. Von den positiven Sachen gleich mal zu den negativen Sachen zu kommen. A, die Applikation ist porthässlich, finde ich. Also, naja, sagen wir mal so, die Applikation ist wahnsinnig unübersichtlich, wenn man sie zum ersten Mal startet. Genau. Also, das ist keine native Mac-Applikation. Die sieht auf allen Betriebssystemen absolut identisch aus. Und also, wenn ich hier neu anfange, weiß ich gar nicht, was ich drücken muss. Ja. Also, es ist so, das ist nicht so, dass ich einfach, ich weiß, ich habe jetzt einen Internetplan und logge mich ein und jetzt, wie wir es vorhin gesehen haben, ich mache 4 Klicks. Dann habe ich schon das Richtige ausgewählt und bin fertig. Das Schlimme ist, ich habe auch noch hier diese Auswahl, wo ein User steht, wo ich auf Change drücken kann. Also es ist so ein bisschen so, also wir können das mal kurz zeigen, was passiert, wenn man hier auf Change drückt. Man kriegt einen porthässlichen Dateibaum, wo man sich dann anklicken kann, was man gesichert haben möchte. Es ist eine Java. Oh, Entschuldigung, meine Stimme versagt, weil das ist eine Java-Applikation. Das ist der nächste Nachteil. Die verbraucht relativ viel Arbeitsspeicher. Aber man braucht es ja nicht. Das ist, ja, aber sie läuft im Hintergrund mit, weil dieser Daemon, der ist leider auch in Java geschrieben, der läuft halt im Hintergrund mit und braucht halt teilweise bei mir bis zu 400 MB Arbeitsspeicher. Das ist mir mit 8 GB im Rechner scheißegal. Aber wenn du jetzt nur 1 GB oder 2 GB Arbeitsspeicher hast, dann ist das schon schlimm. Da sind jetzt wieder die Clients von Backblaze zum Beispiel oder von Carbonite, die sind da ganz klar im Vorteil. Das sind native Mac-Applikationen. Bei Mosi weiß ich es nicht, da habe ich halt leider nur schlechte Erfahrungen damit damals gemacht. Da möchte ich mir jetzt nicht mehr erlauben, da was drüber zu sagen. Da ist es schöner. Der andere Nachteil bei CrashPlan ist, das ist zum Beispiel genauso wie bei Carbonite, ich muss auf einmal einen Batzen Geld hinlegen. Ich zahle jetzt 120 Euro für den Family-Plan oder 50 Euro für den anderen Plan. Bei Mosi zahle ich beispielsweise, oder ich glaube bei Backblaze ist es auch so, jeden Monat $5. Mhm. Die tun mir in dem Moment sehr viel weniger weh als einmal dieser riesen Batzen. Aber auf der anderen Seite habe ich halt natürlich bei CrashPlan jetzt zum Beispiel für 3 Jahre einen Family-Plan gekauft. Und ich muss mich jetzt 3 Jahre auf keinen Fall mehr drum kümmern, dass da die Kreditkartennummer stimmt, die da drin ist und so weiter und so fort. Musst du nur die Hausrate immer überweisen. Ja gut, das ist halt so. Und wenn das Haus abbrennt, bringt es ja auch nichts. Das stimmt. Genau, und also natürlich hat es Vor- und Nachteile. Es gibt sehr gute Hilfe bei CrashPlan, also sehr gute Hilfedokumente. Der Support ist, ich hatte auch mal eine Supportanfrage, der Support ist wirklich schnell und wirklich kompetent. Es gibt da noch so Hacks, die man da machen kann, dass wenn ihr mal Probleme habt, dann kann da oben auf das Haus irgendwie doppelklicken und kriegt mal so eine Kommandozeile. Das zeige ich jetzt mal, das ist voll abgefahren. Da kann man so verschiedene Sachen ausführen. Der Support kann euch da noch ein paar Sachen sagen, die da nicht drinstehen, was ganz, wenn halt irgendwas ist. Und ich kann halt hier jetzt zum Beispiel diesen Rechner deautorisieren. Also wenn ich jetzt einfach von neuem anfangen möchte, gehe ich auf Deauthorize, gebe das da ein, da wird der Rechner ausgeklinkt und ich fange komplett von vorne an. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel, also ich bei meiner Freundin hatte das vorher auf ihrem Rechner, ich hatte das auf meinem Rechner und wir hatten beide so einen Austestplan und dann habe ich diesen 3-Jahres-Plan gekauft und dann wollte ich ihren Rechner natürlich in meinen Familienplan mit reinbekommen. Da musste ich ihren deautorisieren und das geht halt zum Beispiel nur darüber. Also es ist ein, man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, machen Programmierer die UI-Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden mit CrashPlan. Das ist das Wichtigste. Ja, damit würde ich sagen, haben wir alle Möglichkeiten, wie man denn backuppen kann, so abgeschlossen. Zum einen natürlich lokal, online bei S3 und wer Amazon nicht mag, der kann bei CrashPlan. Und wer CrashPlan nicht mag, der kann natürlich auch bei Dunkel. Oh, richtig. Wer jetzt aber sagt, CrashPlan würde mir gut gefallen, kostet mir aber zu viel, da haben wir noch ein kleines Zuckerl vorbereitet. Nicht schlecht. Wir haben die Jungs vom CrashPlan angeschrieben und gesagt, dass wir das toll finden, was sie da tun und dass wir da was drüber zeigen wollen, ob sie da nicht unseren Zuschauern irgendwie entgegenkommen können. Dann haben sie gesagt, klar, wir bieten euren Zuschauern 5 CrashPlan Plus Pläne, ja, Einjahrespläne an, die ihr gewinnen könnt. Also wir haben 5 Pläne zu verlosen.
Und wie kommt man in den Lostopf, um die zu gewinnen? Ja, wir haben uns mal wieder was ausgedacht. Es ist immer so einfach gewesen bei uns. Heute ist es mal so, wie sie es alle machen. Wir benutzen uns dieser sozialen Netzwerkplattform Facebook und wir möchten gerne, dass ihr Digital Upgrade als Freund hinzufügt. Dann heißt es mir, dass Digital Upgrade euch gefällt. Genau. Und was ihr noch machen müsst, ihr müsst einen Post hinterlassen. Auf der Seite. Also facebook.com/digitalupgrade. Da haben wir leider keinen Lower Third vorbereitet, muss ich gerade feststellen. Also das sind Preise im Wert von $250. Das klingt gleich super. Amazing. Amazing. Genau, also $250, dafür könnt ihr ein Jahr in Kalifornien leben momentan. Das ist Wirtschaftskrise. Also sagen wir mal, 3 Wochen ab Erscheinen dieser Sendung habt ihr die Möglichkeit teilzunehmen. Hinterlasst da einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Hinterlasst, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, warum ihr Crashband haben wollt. Ihr könnt aber auch uns erzählen, wie ihr Schuhbinden gelernt habt. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr es anderen Leuten sagt, wie cool ihr Digital Upgrade findet. Also wie auch immer, das ist ein offenes Gewinnspiel. Man muss kein Digital Upgrade Schauer sein, aber man sollte zumindest verstanden haben, für was man Online-Backups denn braucht. Genau. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Drücken euch allen die Daumen, dass ihr da was, dass ihr gewinnt. Wir losen das dann aus. Und ich glaube, das Backup-Thema haben wir für das nächste Jahr jetzt mal wieder erschlagen, oder? Ja, also jetzt sind wir wieder durch. Jetzt könnt ihr wieder alle backuppen. Ihr seid total sicher jetzt. Wir sind aus der Verantwortung. Also wenn euch jetzt was kaputt geht, ihr kein Backup habt, kommt nicht zu uns. Nein. Und sagt, ihr habt es mir nicht gesagt. Wir haben es euch gesagt. Wir wiederholen uns sogar. Ja, wir haben das diesbezüglich. Ist dir bewusst, dass wir in 2 Monaten 5-jähriges Digital Upgrade Jubiläum haben? Das ist ja Wahnsinn. Da müssen wir auch uns das einfallen lassen. Wahrscheinlich kommt die Sendung genau zum Jubiläum raus. Vor knapp 5 Jahren haben wir schon mal eine Sendung. Ich glaube, die zweite. Nee, welche sind? Sendung 17? Sendung 2? Du fragst mich Sachen. Also wir haben schon mal eine Sendung darüber gemacht, das ist allerdings schon Äonen her, da hat man noch mit Lochkarten im Computer gearbeitet. Genau, da hatten wir noch eine weiße Fototapete und ich lange Haare. Oh ja. Und eine Zahnspange. Oh ja. Glaube ich zumindest. Wo dann plötzlich hinten das Logo runtergefallen ist. Oh, ja, es hat sich viel getan seitdem, aber nichtsdestotrotz, das erzählen wir euch alles im Abstand. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Ich hätte gebackupt sagen sollen, verdammt, nein. Aber das gilt nicht. Das gilt natürlich nicht. Ja. Ja, 5 Jahre. Also ist mir neulich so aufgefallen, dass ja 2006, dass das ja jetzt 5 Jahre her ist. Es begann alles auf der CeBIT. Heute geht keiner mehr dahin. Zu Recht. Schade eigentlich, weil es immer schön war, wenn wir den Marco besucht haben. Ja, auf jeden Fall. Und immer wieder muss ich wieder mal erwähnen, wie man im Norden, also im Norden empfunden sie alles im Norden eigentlich, bei Hannover, dass man einfach belegte Brötchen, wie ihr so schön sagt, wir sagen Semmeln, mit was drauf, für 1 Euro bekommt. Haben wir den ganzen Euro bezahlt, bist du sicher? Haben wir weniger noch? Ist ja noch schlimmer. Ich glaube, wir haben sogar weniger. In der Bäckerei. Nein, ich bin nicht sicher. Also, es war auf jeden Fall, ja, stimmt, wir haben 1 Euro bezahlt, aber das war so eine große Assemble, was schon, und da waren 3 Scheiben Käse drauf, auf der Käsesemmel, und auf der Wurstsemmel waren 3 Scheiben Salami drauf, da zahlst du bei uns 2,50 Euro dafür. Du kriegst aber eine und eine halbe, und die legen sie unten drauf, dann meinst du 2 ganze. Und eine Styroporplatte machen sie rein. Damit es nach mehr ausschaut, ja. Genau. So ist es. Also, ihr müsst dran denken, nicht alles ist schlecht an Hannover. Zumindest die belegten Brote nicht. Und der Marco, der in der Nähe wohnt. Ich habe ihn jetzt nicht probiert, es schmeckt wahrscheinlich nicht so lecker. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was gibt's noch zu sagen? Nichts, wir denken uns irgendwas aus, was wir zum Special machen. Wir haben eh so viel im Kopf, dass wir nie bringen. Wir müssen noch eine Faschingssendung machen. Was es alles zu tun gibt, um Gottes Willen, es ist ja schon gleich Weihnachten. Also bin ich schon drin oder was? Und so viel dazu und weg sind wir.